Du hast Knie- und oder Rückenschmerzen. Wir reden heute über die Lösung, und zwar deine Beinrückseite zu trainieren. Eine extrem vernachlässigte Muskelpartie, die sowohl die Gelenkmechanik im Knie als auch im unteren Rücken maßgeblich beeinflusst. Warum, wieso, was, das klären wir im heutigen Video. Und ich zeige dir natürlich auch eine effektive Übung, die das Ganze ursachenorientiert und nachhaltig angeht, indem wir Muskeln kräftigen und nicht nur irgendwelche Triggerpunkte dehnen, um Symptome kurzfristig zu unterdrücken und am Ende genau da zu stehen, wo wir angefangen haben. Nein, wir drehen das Ganze um. Wir machen dich stark, fit, beweglich und leistungsstark. Schmerzfrei natürlich auch. Und jetzt steigen wir mit dem Video ein. Mein Name ist Luke Brandenburg und ich bin Gründer des Medical Fitness Systems, welches dir dabei hilft, deinen Körper so zu optimieren, dass du unabhängig von Ärzten und Orthopäden ein schmerzfreies Leben führen kannst. Und ich steige mal mit der Übung ein. Die ist eigentlich relativ einfach. Du brauchst eine Wand und wenn du hast, zwei Faszienrollen oder eine Faszienrolle reicht, optional einen Ball. Ich brauche eigentlich eine zwischen meinen Beinen hier auf Kniehöhe, so ein bisschen drüber. Das ist die wichtige von beiden. Ja, falls du eine zweite zu Hause rumhängen hast, dann positionierst du die mal so, dass dein Bein gerade steht. Also nicht hier vorne irgendwie, das wirst du eh merken, ist doof. Und auch nicht so, sondern dass das einfach, dass du gerade die Hacke jetzt in einer Linie mit deinem Körper hast. Wir verlagern das Gewicht jetzt mal auf das andere Bein. Also ich habe jetzt die Faszienrolle hier auf dem rechten Bein. Ich verlagere mein Gewicht jetzt nach links. Und jetzt kann ich meinen Fuß hier hinten abheben. Ne? So. Und wichtig ist jetzt, weil wir kräftigen die Beinrückseite jetzt einfach, indem wir sagen, hey, ich beuge mein Knie. Und dann wirst du merken, ja gut, da ist ja nicht viel los. Ne? Was soll das jetzt? Wichtig, Becken aufrichten. Ja, nach der Bewegung werde ich immer wieder gefragt. Lernst du auch hier im Haltungscoach ausführlich, auch wie du das mit deiner Atmung noch stabilisierst. Ja? Das brauche ich. Weil wenn ich das Becken aufrichte, ja, und wirklich aufgerichtet lasse, dann ist das hier maximal schwerer. Und du hast jetzt gesehen, ich bin jetzt leicht wieder ins Hohlkreuz gekippt. Ich muss nach jeder Wiederholung korrigieren und wieder zack. Ja. Und dann kann ich wirklich hier wirklich steuern, wie hart ich die Hacke zum Po ziehe. Und ich habe gleichzeitig noch so einen Bewegungstest, weil wenn du jetzt merkst, hey, also das hier ist okay, ja, wenn du ein bisschen weiter kommst, wäre super. Wenn du merkst, ey, ich komme hier bis hierhin oder so, ja, dann hast du auf jeden Fall eine starke Einschränkung in deinem Kniegelenk, und zwar in der Innenrotation deines Kniegelenks. Und das ist wirklich eine Sache, die musst du optimieren, ne? Und das machst du genau mit dieser Übung. Also wenn du dich wunderst, hier irgendwie Knieprobleme zu haben, aber du schaffst das nicht oder du schaffst das hier nicht, dann würde ich diese beiden Funktionen erstmal aufoptimieren und gucken, ob irgendwas von deinem Problem übrig bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es damit löst, ist relativ hoch, weil, machen wir einen kurzen Blick hier auf die Anatomiegrafik, Bizeps femoris, Semitendinosus, sind so die beiden größten Beinbeuger, und du siehst, dass die hier außen am Kniegelenk ansetzen, an der Tibia, und die ziehen bis hoch zu deinem Sitzhöcker. Also die haben einen Effekt auf das Becken, ne? Die richten das Becken nämlich auf, deswegen machen wir das bei der Übung auch, aber die beugen eben auch das Knie. Und wenn du die beiden Funktionen gleichzeitig nutzt und abfährst, dann hast du eine maximale Kontraktion in dieser Muskulatur. Und genau das willst du haben. Ne? Und bevor jetzt der Aufschrei losgeht, ich habe aber eine verkürzte Beinrückseite, ich komme ja hier nicht mal richtig runter, ich habe da totale Verspannung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da Verspannung hast, aufgrund von so einem Anterior Pelvic Tilt, also dass das Becken nach vorne gekippt ist, du vielleicht auch ein Hohlkreuz hast, muss nicht sein, ist viel, viel höher. Die meisten Leute, die haben eine extrem überdehnte, lang arretierte Beinrückseite und deswegen Verspannung. Und wenn du dann in so einen total schwachen, schon eh überdehnten Muskel auch noch reindehnst, weil du jetzt gehört hast, hey, dehnen hilft dir gegen Verspannung, dann ist das so einer der Top-Übungen, die mal richtig schön nach hinten losgehen können. Ne? Dass du merkst, ah, ich kriege hier irgendwie so eine Tendinopathie, dann fühlt sich das an wie ein Piriformis-Syndrom, du kriegst einen Muskelfaserriss oder kriegst den schneller, wenn du dann Sport machst beispielsweise, Probleme in der Kniekehle. Auch so dieses ganze Thema Ganglion, Baker-Zyste, meiner Meinung nach oft Symptome für schlechte Spannung, faszielles Ungleichgewicht, muskuläres Ungleichgewicht am Kniegelenk. Ja, vieles Sitzen und so ist auch ein Problem, aber ich würde, bevor ich die Beinrückseite dehne, das kannst du dann immer noch tun,
würde ich dir als erstes mal mit so einer Übung hier auftrainieren. Übrigens, Leute, wenn euch das Video gefällt, dann gebt doch einen Daumen nach oben und liked das Video. Das hilft mir ungemein. Und jetzt machen wir hier nochmal so ein First Try mit Susi. Die hat die Übung noch nie gemacht. Gucken wir mal, was hier so für Anfängerfehler in Anführungsstrichen passieren können. Den Fuß schön unter die Faszienrolle, genau. Also ich würde fast sagen, die Faszienrolle zwischen den Beinen könnt ihr eher weglassen. Und jetzt Becken kippen, ne? Macht das mal einmal theatralisch, genau. Und aufrichten, genau. So, Druck, Knien, so. Ja, so, genau. Druck in die Faszienrolle geben mit dem Knie, ne? Also wie wenn du so einen Kniestoß geben würdest. Und dann, genau, Gewicht nach links verlagern und dann Hake, genau. Muss man ein bisschen rumfummeln am Anfang, genau, zack. Genau, da geht's hin, ne? Ja, das wird schwer, ne? Ja. Genau, Becken kippen, aha. Da haben wir auch wieder so eine Übung für dich, genau, zack. Genau, da geht noch was. Da, ne, da wird's anstrengend, Becken kippen. Genau, merkst die Beinrückseite aber, ne? Ja. Genau, sieht aber sauber aus. Genau, Susi steht hier ein bisschen leicht, aber es geht auch von hinten. Passt. Und im nächsten Video sprechen wir nämlich über eine weitere Dehn-Kräftigungsübung für die Beinrückseite. Wir sprechen über das Lombardische Paradoxon und wie du das mit einer richtig geilen Übung trainieren kannst, auch progressiv deine Beinrückseite langfristig und Kraft und Beweglichkeit kombinierst. Darüber sprechen wir im morgigen Video, also unbedingt einschalten. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. Hau rein und ciao.